170. Radiotag auf dem Funkerberg. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königs Wusterhausen. Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte, Wiege des Rundfunks und Ort mit Einmaligkeiten. Heute im Welle 370 Studio haben sich zusammengefunden der Matthias, Uschi, Horst. Und da hinten sitzt noch Dieter und wir alle machen heute ein schönes Programm. Während Jerome schon ordentlich die Nachrichten eingesprochen hat, Detlef zu Hause die Unmengen an Hörerpost sortiert. Und wie gesagt, wir machen heute ein buntes Programm und relativ einmalig machen wir heute eine monothematische Sendung, denn heute dreht sich alles nur rund ums Fernsehen. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, ist es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Noch besser aber ist, dass du sagst, dass du uns hörst, weil dann kriegst du von uns eine Postkarte als Empfangsbestätigung. Und wie kannst du uns mitteilen, dass du uns hörst? Zum Beispiel über eine E-Mail an die Adresse welle370@funkerberg.de oder eine MMS, SMS oder WhatsApp-Nachricht. Wie immer an die Nummer 0151 700 15711. Und wer es ganz klassisch analog mag, der kann auch eine Post schicken. Ein Telegramm schicken an Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königs Wusterhausen. Rundfunkstadt. Übrigens, mit Telegramme ist vorbei. Habe ich gehört. Ich dachte schon, das ist vor Jahren schon vorbei gewesen. Ich habe noch mal überlegt, ob ich noch mal einen schicke, habe ich dann aber nicht gemacht. Welle 370. Funkwellennotizen. Erst die Ideen zur elektrischen Übertragung von Bildern sind schon gut 180 Jahre alt. Hat der